muss man wissen, ne? Von wegen. Also der landläufigen Meinung, dass die Internet-Trolle Menschen seien, die sich mutwillig in die Kommunikation einmischen, um sie zu stören oder zu zerstören, möchte ich mich nicht anschließen. Diese Meinung ist ziemlich naiv, sie ist weltfremd und hat keinen empirischen Realitätsbezug. Denn aus welchem Grunde sollten diejenigen, die den Willen haben, eine Kommunikation zu stören oder zu zerstören, bessere Chancen haben, ihren Willen durchzusetzen, als diejenigen, die das Gegenteil wollen? Warum sollten diejenigen, die Frieden stiften wollen, die Konsens erreichen wollen, die integrieren wollen, schlechtere Chancen haben? Es ist enorm unwahrscheinlich, dass die Rechtschaffenden und Anständigen immer im Nachteil sind. Es sei denn, man behauptet, dass die Störwilligen überwiegend in der Mehrheit sind. Und dieser Meinung möchte ich mich tatsächlich anschließen. Genau so ist das nämlich. Die Störwilligen, die überwiegende Mehrheit der Internetnutzer ist störwillig, ja sogar störbedürftig. Alle haben die Bereitschaft zu stören und sich stören zu lassen. Alle wollen das so. Ich würde noch weitergehen und sagen, nur aufgrund dieser Störungsbereitschaft, nur aufgrund dieser Störungsbedürftigkeit, nur aufgrund des Willens zu stören und gestört zu werden, kann die Internetkommunikation überhaupt passieren. Nur deshalb ist sie möglich. Und nur wenn sie möglich ist, dann ist es nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit, bis dieses Phänomen der Internettrollerei auffällt. Und die Internettrollerei fällt auf, weil sie auf diese Störbedürftigkeit, die Voraussetzung ist für die Kommunikation, aufmerksam macht. Diese Internettrollerei macht auf eine bestimmte Disziplin aufmerksam. Sie verweist nämlich auf eine Disziplin, die die kontrollierte Störkommunikation ermöglicht. Wir konnten das hier vorhin beobachten im Vortrag von der Julia Seliger. Hier fand Störkommunikation statt, die kritische Diskussion. Sie fällt auf, die Internettrollerei, sie fällt auf, weil man an dieser Internettrollerei den Willen bemerken kann, sich dieser Störkommunikation zu entziehen. Sie spricht also von der Weigerung, sich dieser Gewohnheit anzuschließen. Was ich mit kontrollierter Störkommunikation meine, das sage ich sofort. Die Internettrollerei ist eine Art der zivilen Gehorsamsverweigerung. Und zwar eine Weigerung, die nur durch den Verzicht auf Sanktionsrechte möglich wird und darum erfolgreich ist. Darum möchte ich sagen, die Internettrollerei ist dazu geeignet, diese Disziplin, mit der diese kontrollierte Störkommunikation betrieben wird, zu zerstören. Anders formuliert, die Internettrolle erbringen eine Art Pazifizierungsdienstleistung. Es sind virtuelle Streetworker, sie sind die Organisatoren der Entstörungsstelle. Sie tragen dazu bei, das Durcheinander zu bringen. Kann es sein, ganz ernsthaft gefragt, dass diejenigen, die Hasspropaganda und Morddrohungen aussprechen und verbreiten, zur Entstörung der Kommunikation beitragen? Nun nehme ich an, dass diese Frage erstmal ein bisschen merkwürdig klingt und absonderlich wirkt. Und wenn es so ist, dann ist das normal, denn wir haben es hier, wie ich vermute, gerade mit einer ablaufenden Störkommunikation zu tun. Hier findet kritische Diskussion statt. Und deshalb will ich mit diesem Vortrag versuchen, das, was ich gerade eben vorgetragen habe, etwas genauer zu erläutern, so gut es eben in der Kürze der Zeit geht. Die Mehrheit aller Internetnutzer ist störungsbereit, die Mehrheit ist störungswillig und sogar störungsbedürftig. Diese Beobachtung ergibt sich nicht zuerst aus Resultat aus der Internetkommunikation, sondern ist das Resultat eines, sagen wir, ungefähr 250-jährigen Entwicklungsprozesses, der die kritische Fähigkeit von Menschen peu à peu differenziert hat und mit und durch diese Differenzierung verbessert hat. Die moderne Gesellschaft zeichnet sich in ihrer Leistungsfähigkeit dadurch aus, dass sie gelernt hat, Störkommunikation behandelbar zu machen, und zwar indem sie auf Störung mit Störung reagiert. Moderne Kommunikation
ist ungestörte Kommunikation von permanenter Störung. Das nenne ich kontrollierte Störkommunikation. Das heißt, Störung wird durch Störung kontrolliert. Paradigmatisch kann man dies zeigen an der Entwicklung der Meinungsfreiheit. Das Problem der Meinungsfreiheit ist ein sehr modernes Phänomen und ist relativ jung und hat keine Vorläufer in irgendwelchen antiken oder mittelalterlichen Ideen oder Praktiken. Menschen haben schon immer ihre Meinung geäußert und überall. Und nur in wenigen Fällen war das problematisch. Und wenn es problematisch wurde, dann wurden eben die Meinungen diskutiert. Und nicht etwa die Meinungsfreiheit. Es wurden also dann die Meinungen auf der Sachebene, wie auch immer behandelt, ne, ob mit oder ohne Krieg spielt keine Rolle, die Meinungen wurden diskutiert. Moderne Kommunikation, die lernte auf Meinungen anders zu reagieren, kann man daran erkennen, dass Meinungen auf einer zweiten Beobachtungsebene behandelt wurden, indem also nicht mehr nur Meinungen problematisiert wurden, sondern zusätzlich das Recht, sie zu äußern. Das ist etwas anderes, weil nämlich das Recht, eine Meinung zu äußern, eine Meinung über eine Meinung ist. Die historische Stelle, an der man erkennen kann, dass die Gesellschaft gelernt hat, das in Erfahrung zu bringen, also eine zweite Ebene der Beobachtung einzuziehen in die Kommunikation, ist das Ende dieser Ketzerprozesse des Spätmittelalters. Landläufig ist man ja der Meinung, dass bei diesen Ketzerprozessen es darum ging, Meinungen zu unterdrücken. Und genau darum ging es eben nicht. Es ging nicht darum, Meinungen zu unterdrücken, es ging darum, mit den Meinungen zurechtzukommen. Diese Probleme entstanden, weil nämlich diejenigen, die als Ketzer auffielen, ein Recht auf eine Meinung hatten. Das waren Gelehrte, die hatten ein Studium absolviert, die hatten eine Prüfung gemacht, die durften einen akademischen Titel tragen. Damals nannte man das Magister, ist ungefähr vergleichbar, also Lehrer. Und die durften Meinung äußern und Meinung verbreiten. Das war deren Recht. Das Entscheidende war, dass diejenigen, die ein Recht auf eine Meinung hatten, zugleich das Recht hatten, gehört zu werden. Das war anders als diejenigen, die kein Recht auf eine Meinung hatten. Die konnten zwar auch ihre Meinung äußern, aber die wurden von niemandem gehört. Und daraus entstanden die Probleme. Die Probleme entstanden, weil diejenigen, die ein Recht auf eine Meinung hatten, nicht ignoriert werden durften und aus diesem Grunde gegenüber der Kirchenbürokratie vorstellig wurden, also bei der Kirchenbürokratie vorstellig wurden und dann gefordert haben, ich möchte angehört werden. Und genau das geschah dann. Und dann entstanden die Probleme, dass nämlich Autorität auf Autorität traf. Was ist das? Also es traf Autorität auf Autorität, weil derjenige, der ein Recht auf eine Meinung hatte, nicht ignoriert werden durfte. Und was hatte sich dann im Laufe des 17. Jahrhunderts geändert, als dann diese Ketzerprozesse aufhörten? Geändert hatte sich, dass man zwar immer noch jede Meinung vortragen konnte, aber man fing an in der Autorität, also nicht nur in der Kirchenbürokratie, sondern auch in der Staatsbürokratie, man fing an, nicht mehr jede Meinung zu berücksichtigen, auch die nicht, die man vortragen durfte. Also das Problem der Meinungsfreiheit fing an, als man sich die Freiheit herausgenommen hatte, Meinungen zu ignorieren. Und dass die Probleme eskalierten, als man dann feststellte, dass diejenigen, die ein Recht auf eine Meinung hatten, ihre Meinungen mit Nachdruck vortrugen. Und dann erst kam die Idee auf, dass man vielleicht diese Meinungen unterdrücken könnte. Und in dem Augenblick war es zu spät, weil nämlich, wenn man eine Meinung unterdrücken will, dann muss sie schon geäußert und verbreitet sein. Und wenn sie schon geäußert und verbreitet ist, dann kann man sie nicht mehr unterdrücken. Ist klar. Also will man wissen, welche Meinung man unterdrücken kann oder will, muss man wissen, welche verbreitet ist. Und andersherum hatten diejenigen, die ihre Meinung verbreiten wollten, das Problem, dass sie merkten, so leicht war das nicht, eine Meinung zu verbreiten. Also passierte die Unterdrückung von Meinungen. Und dann passierte genau das, nämlich die Beobachtung der Kommunikation auf der zweiten Ebene, dass man nämlich sagt, ich habe nicht nur eine Meinung, sondern ich habe ein Recht auf eine Meinung. Und dann konnte man das Recht auf Meinung selber kommunizierbar machen. Hm.
Ein einfaches Beispiel, das ist ein Trick, mit dem ich meine Frau ärgere. Ich frage sie, sag mal, darf ich dich was fragen? Dann sagt sie, ja. Dann sage ich, ja, okay. Ja. Und dann fragt sie, was willst du denn fragen? Ich sage, das war's, ich wollte dich nur fragen, ob ich dir was fragen darf. Also ich kann die Frage nicht unterdrücken. Schon die Frage, ob ich was fragen darf, ist eine Frage. Und das ist die Paradoxie, die dann der Auslöser war für die moderne Störkommunikation, dass man dann hinging und lernte, auf Störung, mit Störung zu reagieren. Und die Lösung bestand dann darin, also die praktische Lösung bestand dann darin, die Paradoxie zu ignorieren mit der Zeit und im Laufe der Zeit. Alle Menschen, das war ein langer Prozess, alle Menschen mit Rechten auszustatten, und zwar mit Rechten aller Art und sehr verschiedener Art. Und dann konnte man alle Meinungen freigeben. Ne? Weil in dem Augenblick immer wieder die Frage auftrat, ich habe ein Recht auf meine Meinung. Ne? Weil ja sich die Menschen durch Sanktionieren, also dadurch, dass sie alle mit Rechten ausgestattet waren, daran hindern konnten, ihre Meinungen zu äußern. Wie gesagt, das ist ein Prozess, der lange passiert. Man kann das zum Beispiel, deshalb finde ich die Geschichte der Frauenbewegung so interessant, weil da natürlich einfach sich zeigt, dass da peu à peu immer mehr Menschen auch Rechte anforderten und das ist das Entscheidende, Rechte auch bewilligt wurden. Ne? Also wir rechnen, also wir müssen also damit, wir müssen das also so sehen, dass es sich um einen langsamen Verstärkungsprozess handelt, der einerseits Meinungspropaganda erlaubte und andererseits auch erlaubte, diese Meinungen zu ignorieren, also Gegenpropaganda zu betreiben. Und das ist dann ein Eskalationsprozess, der bis ins 20. Jahrhundert anhielt. Und wir kennen das als Meinungskampf. Ergebnis dieses Prozesses, also Ergebnis des Meinungskampfes ist, dass wir alle eine Meinung äußern dürfen, und praktisch führt das dazu, dass jede Meinung, egal von wem, bedeutungslos ist. Ne? Meine Meinung ist genauso wichtig wie deine, weil sie fällt eigentlich in der Dauerdröhnung der Meinungen, die vorgetragen werden, jeden Tag überhaupt nicht auf. Das gilt auch für die Bundeskanzlerin. Also auch die Meinung der Bundeskanzlerin ist zwar in Fragen der Euro-Krise wichtiger als meine, aber wenn die dann natürlich mit ihren Beratern zu tun hat und den anderen Regierungschefs, dann, ja, dann ist wieder, jeder hat nur eine Meinung. Und dann ist die Frage, warum ist es eigentlich so attraktiv, trotzdem Meinungen zu äußern, wenn Sachverhalte der Meinungen auf der ersten Ebene relativ bedeutungslos geworden sind. Warum geschieht der Meinungskampf trotzdem noch? Das sage ich sofort. Darauf komme ich gleich. Vorher noch ein Hinweis darauf, dass diese Störkommunikation, die wir betreiben, nur durch die Bereitschaft funktioniert, andere zu stören und durch die Bereitschaft, sich stören zu lassen. Diese Störbereitschaft hat im Laufe der letzten 150 Jahre, also ziemlich genau seit der Industrialisierung, ständig zugenommen und hat sich ständig ausgeweitet. Die Störbereitschaft ergibt sich dadurch, dass man es zulässt, ständig abgelenkt, ständig irritiert, ständig fasziniert oder ständig schockiert zu werden. Also, dass man einen ständigen Eingriff in die eigenen Affektbewegungen zulässt. Das geschieht durch Straßenverkehr, durch Werbung im öffentlichen Raum. Das geschieht dadurch, dass man es wertschätzt, fremde Menschen zu treffen und sich einfach ansprechen zu lassen. Ob nun hier oder auf einer Party. Wir kennen das Erwerbsarbeit, das ist nichts anderes als permanente Störkommunikation, Konkurrenz in der Wirtschaft. Und vor allen Dingen die Störkommunikation, die natürlich dadurch entsteht, dass wir ständig irgendwelche Automaten und Maschinen bedienen und dass wir Massenmedien lesen oder uns Massenmedien bedienen und natürlich diese Kommunikationstechnik. Diese Störbereitschaft ist in unseren ganzen Alltag eingesickert und er könnte ohne diese Störbereitschaft gar nicht mehr funktionieren. Schon wenn man abends den Wecker stellt, ne, dann zeigt das, wie routiniert wir Störkommunikation behandeln, denn wir lassen uns im Schlaf stören, schon morgens. Und dann, wenn wir aufgestanden sind, lesen wir Zeitung und dann lassen wir uns von der Berichterstattung stören, während gleichzeitig im Hintergrund die Kaffeemaschine läuft. Und danach steigen wir ins Auto und machen die Musik an. Und danach gehen wir ins Büro und dann klingelt das Telefon. Außerdem, ganz nebenbei, diese Störbereitschaft ist eigentlich nur ein anderes Wort für Toleranz. Das will ich nur aufmerksam machen, um zu zeigen, wie sehr diese Störbereitschaft in unsere Ethik und unsere Moral eingedrungen ist. Wer
von uns möchte sich nachweisen lassen, intolerant zu sein. Toleranz heißt ja nur, dass man mit Nachdruck aufgefordert wird, die Störung anderer zu akzeptieren, also hinzunehmen. Ich übertreibe also nicht, wenn ich sage, dass wir gestörte Menschen sind. Jeder wird dem zustimmen. Es gibt übrigens niemanden, der sagt, ihr seid alle gestört, ich nicht. Das gibt's nicht, habe ich noch nie gehört. Aber, und das ist das Interessante, dieses Gestörtsein ist nicht unser Nachteil, das ist nicht unser Verlust oder irgendein Missstand, sondern im Gegenteil, diese ständig zunehmenden Störungen haben die Kritikfähigkeit der Menschen enorm gesteigert. Dies geschah synchron mit der Verbreitung irgendwelcher Innovationen. Also mit jeder neuen Innovation wurde die Störfähigkeit gesteigert, und mit jeder Steigerung der Störfähigkeit wurde zugleich immer auch die Kritikfähigkeit gesteigert. Und wenn man das ernst nimmt, dann kann man feststellen, dass mit der Entwicklung dieser modernen, vor allem der Massenkommunikation, die Gegenstände der Kritik immer mehr wurden. Es gab immer mehr Sachverhalte, über die man eine Meinung äußern konnte. Und das erklärt auch, warum der Meinungskampf immer noch so attraktiv ist, obwohl eine einzelne Meinung eines Menschen keine Bedeutung mehr hat im Gesamtzusammenhang der Meinungen. Der Grund dafür, also der Grund für die Attraktivität dieses Meinungskampfes, ist Psychohygiene. Das ist meine Vermutung. Die Psychohygiene ist nämlich dadurch möglich, dass Kritik wunderbar geeignet ist zur Vergewisserung über die eigene Unschuld. Durch Kritik kann man sich jederzeit an der Welt schadlos halten, die man durch eigenes Zutun und durch eigenes Handeln und eigenes Erleben mitgestaltet. Ein beliebiges Beispiel. Ein beliebiges Beispiel, das sind diese Lebensmittelskandale, kennt jeder. Durch diese Skandalisierung erlebe ich einen Missstand, von dem ich jederzeit betroffen sein könnte. Und ich erkenne klar und eindeutig, dass ich es nicht war, der das Gift in diese Lebensmittel getan hat. Ich war es nicht. Also mindestens das stimmt. Ne? Wer es sonst war, kann ich nicht wissen, aber ich war es nicht. Ich mache für mich eine Mindestausnahme geltend und diese Mindestausnahme, die macht jeder andere für sich auch geltend. Das heißt, durch meine Kritik an diesem Missstand maße ich mir an, die Missstände zu erkennen und imaginiere meinen Opferstatus, wenn ich erkenne, dass sich durch meine Kritik überhaupt nichts ändert. Ja? Der nächste Lebensmittelskandal ist schon in der Mache, er kommt, ist eine Frage der Zeit. Und das sind ja nicht nur Lebensmittelskandale, es sind politische Skandale und alles Mögliche. Ich äußere Kritik, es ändert sich nichts und ich kann daran eindeutig erkennen, wie unschuldig ich an all dem bin. Kritik verobjektiviert Unschuld. Die Bezeichnung dafür ist Subjektivität. Subjektivität ist nichts anderes als objektivierte Unschuld. Mit Kritik verschleiert das Subjekt seine Gegenwart, seine soziale Anwesenheit, sein Zutun und imaginiert sich ein Reich der himmlischen Unschuld, welches sich im irdischen Dasein irgendwie verwirklichen müsste, was allerdings nicht geht. Und warum? Weil ständig irgendwelche Störung stattfindet, durch die dann die Anlässe in die Welt gesetzt werden, um zu erkennen, wie unschuldig ich an all den Dingen bin, die da passieren. Das meine ich, wenn ich sage, wir sind im Laufe der letzten 150 Jahre kritikfähiger geworden und eben auch vernünftiger. Und Vernunft heißt, das wissen wir, auch die Fähigkeit zur Selbstkritik. Das ist natürlich dann die letzte Steigerung, ne? Dass ich nicht nur andere kritisiere, sondern auch mich selbst. Vernunft ist, daraus ergibt sich, dass Vernunft nichts Beliebiges ist, sondern nur etwas sehr Verschiedenes. Jeder nimmt sie für sich selbst in Anspruch und zeigt und macht auf Verschiedenheit aufmerksam. Und diese Verschiedenheit ist ein ganz wichtige Voraussetzung für die Produktivität der Gesellschaft, auf die wir ja alle gar nicht mehr verzichten können und wollen. Und wenn ich sage, wir sind vernünftiger geworden, wen meine ich damit? Ich meine damit all diejenigen, die sich angesprochen fühlen. Wer sich nicht angesprochen fühlt, äußert keine Einwände dagegen. Und wer Einwände äußert,
trägt sich vernünftig vor. Und genau das gilt auch für die Internet-Trollerei. Also die Internet-Trollerei, auch die ist vernünftig. Das Internet ist zunächst nur eine gewöhnliche Innovation wie jede andere, die wie jede andere Innovation in den letzten 150 Jahren die Störungsfähigkeit steigert und auch die Störungsbereitschaft steigert. Das eigentlich Interessante an dem Internet ist, dass jetzt etwas hinzukommt. Die eigentliche Innovation ist nämlich, dass mit dem Internet diese Störfähigkeit nicht noch weiter gesteigert werden kann. Weil mit dem Internet können wir im Prinzip zu jeder Zeit, an jedem Ort uns stören lassen. Das Internet ermöglicht also die Steigerung der Störfähigkeit bis an die physikalischen und biologischen Grenzen und natürlich auch an die Grenzen, also an die ökonomischen Grenzen. Man muss ja sehen, dass diese Störfähigkeit auch Stress bei den Menschen verursacht. Und dieser Stress fällt auf als Krankheit und fällt ökonomisch zur Last. Also im Prinzip können wir in eine Situation kommen, dass die Störfähigkeit nicht mehr weiter gesteigert werden kann. Mehr als immer und überall geht nicht. Und das wäre eigentlich, wenn man mal sozusagen das sozialhistorisch vergleicht, eigentlich wäre das eine gute Sache. Weil nämlich wir hätten es mit einem 1:1 Verhältnis zu tun zwischen Störfähigkeit auf der einen Seite, die maximal ist, die nicht weiter gesteigert werden kann, und einer Kritikfähigkeit, die dann auch nicht mehr weiter gesteigert werden muss. Ist ja klar, wir hatten es bisher immer damit zu tun, dass mit jeder Steigerung der Störfähigkeit die Kritikfähigkeit gesteigert wurde, und wenn die Störfähigkeit nicht mehr gesteigert wird, braucht oder kann auch die Kritikfähigkeit nicht mehr gesteigert werden. Und damit könnten im Prinzip die Hoffnung der Fortschrittsoptimisten des 19. Jahrhunderts, man könnte annehmen, dass damit eine Situation geschaffen wäre, die es möglich machen könnte, dass die Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts auf einmal in Erfüllung gehen könnte. Denn die Fortschrittsoptimisten des 19. Jahrhunderts haben sich das ungefähr so vorgestellt. Die haben geglaubt, es gibt eine objektive Realität. Das Objekt ist also das im Wege Stehende, das Störende. Und es gibt eine subjektive Wirklichkeit. Und dieses Subjekt ist das Erleidende oder das Unterliegende, das sozusagen dieser Störung ausgesetzt ist. Und das Wissenskonzept der modernen Gesellschaft war, das hatte sich bis dahin schon entwickelt, dass man erkannte, das Subjekt geht dieser Störung nicht mehr aus dem Wege, sondern lässt sich darauf ein. Verdrängt diese Störung nicht und schiebt sie nicht beiseite, sondern lässt sich darauf ein und fängt nun an, diese objektive Realität zu studieren, zu erforschen, zu analysieren, die Gesetzmäßigkeiten dahinter zu erkennen, Regeln, Muster, Ordnung und so weiter. Und jetzt kommt das Wichtige, nachdem das Subjekt diese Dinge durchschaut und erkannt hat, verzichtet es selbst darauf zu stören. Das ist genau sozusagen die Idee des, also das findet man in der Wissenschaft wieder, dass der Gelehrte aufklärt, dass er seine Erkenntnisse verbreitet und selber nicht trickst, nicht schummelt, damit man eben die Störung auf diese Weise minimieren kann. Was man ja nicht wusste, ist, dass im Laufe der Industrialisierung, man wusste ja nicht, dass mit jedem weiteren Fortschritt neue Innovationen möglich sind und mit diesen weiteren Innovationen die Störung immer gesteigert worden sind. Das hatte man zuerst nicht gesehen. Man hat nur gesehen, da ist so eine objektive Wirklichkeit und die ist einfach nur, die liefert einfach nur die Störung, und die könnte man langsam durchschauen. Ja, erkenntnistheoretisch mag das nicht haltbar sein, aber das ist egal. Entscheidend ist nur, diese Hoffnungen könnten sich erfüllen. Weil wir jetzt in einer Situation sind, dass wir sagen, jetzt hätten wir eine maximal gegebene Störfähigkeit. Und was wird aber eigentlich in dieser Rechnung übersehen? Warum kann das nicht funktionieren? Übersehen wird, dass diese maximale Störfähigkeit etwas kostet. Und zwar kostet das, und das ist ganz wichtig, diese maximale Störfähigkeit kostet die Preisgabe genau derjenigen Mittel, die man bräuchte, um die kritische Disziplin durchhalten zu können. Ja, denn, das hatte ich vorhin gesagt, diese Mittel beziehen sich auf die Verteilung, Akzeptanz und Zuerkennung von Rechten, und zwar von Sanktionsrechten aller Art. Die kritische Disziplin verlangt die gegenseitige Inanspruchnahme und Zuerkennung von Sanktionen. Ohne Sanktionsrechte kann eine kritische Diskussion nicht mehr geführt werden.
Und wird es dennoch versucht, zerfällt sie bestenfalls in besinnungslose Laberei oder in Trollerei. Durch die Internetbenutzung nun geben wir unsere Sanktionsrechte auf. Wir leisten einen Verzicht, zu dem wir nicht gezwungen sind. Es gibt also keine Notwendigkeit und wir tun es trotzdem. Wir setzen uns hinter einen Bildschirm und in dem Augenblick, wo wir uns hinter einen Bildschirm setzen, können wir andere nicht mehr daran hindern, dasselbe zu tun. Plastisch erklärt, denken wir uns, ich würde mich mit einer Handschelle fesseln und den Schlüssel aus dem Fenster werfen, dann kann ich aufgrund dieser Situation niemanden mehr daran hindern, dasselbe zu tun. Das geht nicht. Und genau das machen wir. Also ich versuche das, ein plastisches Beispiel, nicht wahr, zu sehen. Wir verzichten auf diese Sanktionsrechte. Das kann man daran erkennen, dass die Durchsetzung dieser Sanktionsrechte, die können wir eben noch beobachten in der Internetkommunikation, das funktioniert nicht mehr und das wird immer schwieriger. Die Erfolge werden immer schwieriger und immer unwahrscheinlicher. Schönes Beispiel sind diese Massenabmahnungen. Wenn man jetzt die Leute davon hindern will, massenweise Dateien zu kopieren, dann kann man nicht jeden Einzelnen verfolgen. Dann muss man eine Industrie organisieren, Massenabmahnungen. Sonst bringt es nichts. Oder will man nur einzelne Leute abmahnen, dann kann man die nicht mit 50 Euro abmahnen, sondern dann muss man sie gleich mit 5.000 Euro abmahnen, weil sonst rechnet sich das überhaupt nicht. Das ist aber das eine und das andere hat auch Vorteile, weil wenn du weniger abmahnst, dann machst du ja weniger zu Straftätern, auf die anderen gucken können, mit dem Finger zeigen. So. Ja, das ist eben die Idee zu sagen, man könnte das da sanktionieren. Man versucht, jenseits dieser Massenabmahnung, man versucht eben, in Internetforen kann man das erkennen, wie das Scheitern der Sanktionen funktioniert, wenn man immer wieder auf diese Netiquette schaut. Es wird eben per Appell versucht, haltet euch an die Regeln. Es sind eben nur Appelle, die keiner mehr. Also man kann Sanktionen zwar ankündigen, du fliegst dann raus, aber es geht nicht. Die Exkludierung funktioniert nicht mehr, weil der Troll jederzeit die Adresse wechseln kann und dann ist er wieder da. Ja? Die Drohung auf Sanktionen kann nicht mehr exekutiert werden. Die Sanktion kann nicht mehr exekutiert werden. Die Drohung ist gegenstandslos. Ja, und man kann es daran erkennen, an diesem Appell, don't feed the troll. Also hier ist ja der Versuch, das ist nur ein Appell, durch Nichtbeachtung zu ignorieren, durch Nichtbeachtung, durch Ignorieren zu sanktionieren. Und es ist klar, warum dieser Appell nicht funktionieren kann, don't feed the troll, und zwar deshalb nicht, weil diese Anweisung auf das Gegenteil ihrer Aussage aufmerksam macht. Denn mit dieser Anweisung, don't feed the troll, werden die Trolle weitergefüttert. Ne, das ist ein performativer Selbstwiderspruch. Ne? Der performative Selbstwiderspruch, wenn ich zu dir sage, beachte mich nicht. Ne, das geht nicht. Ne, dieser Appell also, don't feed the troll, zeigt, was geschieht. Man versucht, mit völlig untauglichen Mitteln zu sanktionieren. Diese Untauglichkeit entsteht, weil die Mittel aus der Hand gegeben wurden, weil die tauglichen Mittel aus der Hand gegeben wurden. Denn die tauglichen Mittel wären zum Beispiel jemanden Stecker rausziehen, ne, oder jemanden die Tür zu schließen, oder andere Dinge. Und genau darauf macht diese Internet-Trollerei aufmerksam. Was auch immer auf der Ebene der Wortwahl von Trollen geäußert werden mag, welche Art von Beleidigungen, Hass und Blödsinn auch immer formuliert wird, in jedem Fall gilt, dass auch der Troll sich seiner Mittel entledigt hat, um andere sanktionieren zu können. Denn auch er sitzt nur vor einem Bildschirm. Genau wie die anderen auch. Die Performance des Trolls spricht eigentlich nur davon, dass er auf der anderen Seite einer Gegensprechanlage sitzt und mich darauf aufmerksam macht, dass ich nur auf der anderen Seite einer Gegensprechanlage sitze. Und sonst nichts. Auf diese Weise versuchen die Trolle, die Störkommunikation zu sabotieren, indem sie sich der Zudringlichkeit aller anderen aussetzen und durch eigene Zudringlichkeiten darauf aufmerksam machen wollen, dass diese Zudringlichkeit auf keine Durchsetzungsfähigkeit mehr trifft. Ich kann schreiben, ich komme zu dir und bring dich um, aber ich kann nicht zu dir kommen und dich umbringen, wenn ich vor dem Bildschirm sitze. Nee, das ist klar, es geht nicht. Aber das passiert doch gerade ganz oft in gewissen Internetforen. Krautschein zum Beispiel, wo Trolls dann tatsächlich sich organisieren und irgendjemand klingelt dann halt tatsächlich mal beim Opfer vor der Tür. Das habe ich auch schon ganz oft mitbekommen.
das wollte ich jetzt sagen, je ignoranter sich die kritischen Subjekte dazu verhalten, also je ignoranter, umso mehr drehen die Trolle den Verstärker auf. Ist ja klar. Und das wiederum halte ich für vernünftig. Denn wie könnte man anders das kritische Subjekt über sein eigenes Zutun informieren, wenn es sich ob seiner Unschuldsvermutung schon jede Selbstreflexion versagt hat? Da das Subjekt sich aber noch immer im Vollbesitz seiner kritischen Mittel wähnt, es also immer noch glauben will, es könnte nach Maßgabe der kritischen Disziplin auf diese Störungen des Trolls mit Störung reagieren, verliert es seinen Realitätskontakt und verbarrikadiert sich in dem Warnsystem seiner eigenen Vernunft. Es sitzt vor dem Bildschirm, das Subjekt, und ist genauso hilflos wie unschuldig. Schließen möchte ich mit der folgenden Überlegung: Gegen dieses Warnsystem des kritischen Subjekts habe ich keine Einwände, denn ich kann mir nicht einbilden, nicht auch in so einem Warnsystem befangen zu sein. Einwände habe ich gegen diese Hilflosigkeit und ich habe Einwände gegen diese Unschuldsvermutung. Die Hilflosigkeit kann man überwinden, indem man aufhört, mit untauglichen Mitteln irgendwelche albernen Kämpfe durchzuführen. Und wenn man statt zu kämpfen auf Lernbereitschaft umstellt. Früher gab es mal die Idee, dass man durch Lernen klüger wird. Es hat noch niemand geschafft, diese Behauptung zu widerlegen. Und was diese Unschuldsvermutung angeht, möchte ich Folgendes vorschlagen. Wenn du das nächste Mal im Internet surfst und auf Beleidigungen, Hass und Dämlichkeiten oder Späße oder Albernheiten triffst, eines anonymen Troll triffst, dann bedenke bitte, dass das im Prinzip jeder hätte schreiben können. Also auch ich. Das bedeutet, ich bin nicht unschuldig. Das heißt nicht, ich bin an etwas schuld, denn wer behauptet, dass ich an etwas schuld wäre, müsste dies beweisen. Darum geht es also nicht. Es geht also nicht darum, dass ich an etwas schuld bin, sondern ich sage nur, dass ich nicht unschuldig bin. Denn mir geht es ja genauso. Ich sitze vor dem Bildschirm, lese, irgendjemand beschimpft mich und ich stelle fest, ich war es nicht. Also ich habe mich nicht selbst beschimpft, denn das würde ich merken. Es sei denn, ich bin irgendwie krank, aber dann ist es auch egal, ob ich es merke. Wenn du dich aber für unschuldig halten möchtest, dann gönne ich dir deine Unschuld gern. Möchte dies aber mit der skeptischen Warnung verbinden, dass diejenigen, die auf diese selbstgerechte Unschuldsunterstellung beharren wollen, also darauf nicht verzichten wollen, ja, sich sogar öffentlich für ihre Unschuld feiern lassen wollen, auch diejenigen sind, die aus dem Schwachsinn, den sie da selber mit antreiben, hinterher nicht mehr klug werden können. Das hatten wir gestern gesehen mit dem Video von dem jungen Mädchen und ihrem Vater, die da vor dem Bildschirm sitzen und einen Bildschirm anschreien. Sie verteidigen ihre Unschuld und es klappt nicht. Ich meine, dass man sich mit dieser Illusion der Unschuldsvermutung einen Nachteil ins Haus holt. Man kann darauf beharren und sagen, ich bin unschuldig. Aber dann muss man eben auch den Nachteil in Kauf nehmen. Und das haben wir gestern mit diesem Video da gesehen. Man schwächt sich, wenn man meint, man könne seine Unschuld verteidigen. Und wenn diese Anweisung Don't Feed the Troll richtig ist, dann nur, wenn man selbst feststellt, dass man auch angesprochen sein könnte. Und dann muss sie nicht wiederholt werden. Danke. Amen. Ich hätte eine Frage zu der Art und Weise, wie du den Begriff der Störung gebraucht hast. Das war ja sehr allgemein, ein sehr weiter Begriff von Störung. Und wie du den von dem Begriff der Kritik abgrenzen würdest. Naja, die Störung, also man hatte sich das früher so, also man hatte sich das so vorgestellt, dass die Störung, also zunächst bleiben wir bei diesem Wissenskonzept. Das Wissenskonzept will sagen, da gibt es eine objektive Realität und die ist im Wege stehend, also objektiv. Und die stört. Man guckt in den Himmel, man sieht wirre, bunte Lichter abends und man kann nun sagen, das finde ich irritierend, wo ist denn da die Ordnung, wo sind da die Regeln? Und nun könnte man sagen, das ist ja die moderne Forschung gewesen, die dann gesagt hat, ich gucke mir das an, ich gucke also nicht in Bücher oder in Schriften hinein, um nach Gottes Wort oder Gottes Schöpfung zu studieren aus Schriften, sondern ich gucke mir den Himmel an. Und die Kritik fängt ja in dem Augenblick an, wo man sagen kann, ich habe vor dieser Störung, also vor diesem wirren Spiel, ich habe davor keine Angst. Also auch nicht vor dem Irrtum. Auch nicht vor dem Irrtum und
auch nicht davor, dass ich völlig in die Irre gehen könnte. Und das ist Kritik. Also die Kritik ist ja eigentlich nur nichts anderes als die Fähigkeit, die Vernunft nach Maßgabe der Vernunft in Erfahrung zu bringen. Das ist Transzendentalphilosophie. Nicht wahr? Die Vernunft selbst ist diejenige Instanz, die dafür sorgt, dass man vernünftig denken kann. Und man hat eben geglaubt, das hat übrigens auch Kant geglaubt, die Störung, also die Objektivität ist einfach nur gegeben. Der hat das zwar schon komplexer gesehen, aber wenigstens war für die Transzendentalphilosophie diese Paradoxie wichtig, dass man nur nach Maßgabe der eigenen Vernunft, die eigene Vernunft überhaupt in Erfahrung bringen kann. Vernunft ist damit sozusagen, so hat man es immer in dem menschlichen Wesen irgendwie angeboren oder wie auch immer. Also das war diese Idee und also erkenntnistheoretisch will ich das gar nicht diskutieren, sondern nur die Annahme, interessant ist eben die Annahme, dass die Steigerung der Störfähigkeit eigentlich jetzt nicht mehr gesteigert werden kann. Also dass jetzt eigentlich erst eine Situation eintreten könnte, ich betone könnte, von der die Wissenschaftsoptimisten oder die Fortschrittsoptimisten des 19. Jahrhunderts geträumt haben. Und jetzt, wo es möglich ist, schwupp, zerfällt die kritische Disziplin, weil wir uns nicht mehr gegenseitig sanktionieren können. Oder wenn wir es denn noch versuchen, dann sind eben die Diskussionen eher blöd, banal. Ja, also man hat natürlich kleine Milieus, in denen wird ja weiterhin kritisch diskutiert, sofern man quasi eine geteilte Grundlage weiterhin annimmt und sozusagen mit den anderen direkt in Kontakt ist und sich noch einigt. Ja, weil klar, in der Internetkommunikation selber gibt es immer wieder so Situationen, in denen man nicht ausschließen kann, dass ein anderer auftritt, der sich nicht an die Regeln hält. Aber was wirkt da in solchen kleinen Gruppen? Da wirkt eine Sanktion, nämlich die Exkludierung aller anderen. Genau. Die wirkt, und dann, klar, wenn wir natürlich sanktionieren können, ne, dann können wir auch kritisch diskutieren. Warum nicht? Ne, aber wenn wir diese Mittel aus der Hand geben, dann geht's nicht mehr. Ja, mich interessieren eigentlich zwei Sachen. Einmal, du hast es jetzt alles sehr mit im Grunde reaktiven Begriffen beschrieben, also wie man auf Störkommunikation reagiert. Mich würde interessieren, wo das aktiv ist. Also gibt es etwas Aktives? Denn wenn wir im Grunde von einem Netz gewissermaßen von Störkommunikation ausgehen, die in irgendeiner Form aufeinander reagieren, stellt sich naiv gesprochen natürlich die Frage nach dem Beginn des Ganzen, also einer gewissen Neigung, die das Ganze in Gang setzt. Jetzt ist es natürlich ein bisschen verführerisch, wenn du auf Kant gehst, neben dem bestirnten Himmel über mir irgendwie noch von einem Gesetz in mir zu sprechen, aber ich würde mich dafür interessieren, wie du das formulieren kannst. Also das ist die Frage, die du stellst, die ist gut, die ist berechtigt und sie ist tatsächlich das Ergebnis eines kritischen Urteilsbildungsprozesses. Die ist ja also auch vor allem gewesen, insbesondere das ist ein Handicap, das die Soziologie beispielsweise bis heute hat, dass man eben annimmt, man könne Kausalitäten nicht nur behaupten, sondern eben auch zurückrechnen. Also ich fasse das mal kurz, die kausale Annahme könnte lauten, zuerst kontrolliere ich meine Gedanken, dann kontrolliere ich meine Handlungen oder ich kontrolliere meine Gedanken, ich kontrolliere meine Gefühle. Ne, zunächst, ich kontrolliere meine Gedanken oder meine Gefühle, ich kontrolliere die, dann kann ich meine Handlungen kontrollieren und dann kann ich Kommunikation kontrollieren. Also die Annahme ist, es gibt ein handelndes Subjekt, ne, das sozusagen als Ursache dieser Handlung in Erscheinung tritt und auf die dann alles, was sich anschließend ereignet, zugerechnet werden kann. Also deine aktive Kraft ist sozusagen das schon handelnde Subjekt, was es quasi vorgängig immer gibt. Das ist die Annahme. Die Annahme ist, es gibt sozusagen einen kausalen Grund für Kommunikation. War die Annahme. Ne? Und daraus ergaben sich notwendig, wenn das so ist, das ist der entscheidende Punkt, wenn das so ist, dann müssen wir notwendig Rechte bekommen, um uns gegen Irrtümer, Zumutungen in Schutz zu nehmen. Ich muss dann also sagen, ich habe das und das nicht gesagt. Und wenn du das jetzt wiederholst, dann fliegst du raus oder so. Ne? Also ich muss irgendwie dich sanktionieren können, um zu sagen, das stimmt nicht, was du sagst. Ne? Und dazu brauche ich Rechte. Aber in dem Augenblick, wo ich dich sanktioniere, wo ich also sage, raus, das ist die Sanktion, ne? Muss etwas übrig bleiben, das dich dazu bringen könnte, den kritischen Kampf wieder aufzunehmen. Und dann zu sagen, ich will da wieder rein. Und das musst du dir Tricks ausdenken, wie es gehen könnte.
Und ich muss wiederum mir Tricks ausdenken, wie ich dich weiter raushalten könnte. Und dann findet die Eskalation statt der kritischen Urteilsbildung. Und die Gewalt ist eigentlich nur, also die einfache Gewalt ist eigentlich nur eine Möglichkeit. Ja, mich interessiert die Eskalation ja im Grunde nicht. Mich interessiert ja sozusagen die Ausgangssituation. Ja, die haben wir nicht. Also das ist eben der Punkt. Das ist ja genau das erste Ergebnis dieses Erfahrungsbildungsprozesses. Wir haben die Annahme der Kausalität und die Zurückrechnung der Kommunikation auf Kausalität. Das ist eben nur eine Möglichkeit, die sich aus Kommunikation ergibt. Die Kommunikation selber hat keine Ursache. Denn wie sollten wir von handelnden Subjekten wissen, wenn keine Kommunikation funktioniert? Ja, vielleicht wissen wir nicht von handelnden Subjekten. Aber wir wissen davon. Doch, wir wissen davon. Also wir wissen von handelnden Subjekten. Ob dieses Wissen wahr ist, ist eine andere Frage. Sondern nur, wir wissen davon. Ja, wenn es nicht wahr ist, wissen wir es nicht. Ach, natürlich. Also wir wissen auch von Gott, auch dann, wenn es sie nicht gibt. Aber wir können davon wissen. Wissen ist wahre und gründliche Meinung. Ohne Wahrheit funktioniert Wissen nicht. Das ist höchstens Glauben. Wir können darüber kritisch diskutieren. Ja, das ist was anderes. Ja, wir können darüber kritisch diskutieren. Die Frage ist, haben wir die Bedingungen gegeben für diese kritische Diskussion? Die bezweifle ich. Ich meine, man müsste vielleicht auch ab und zu einsehen, dass es Lebensbereiche gibt, ja, wo man den anderen einfach nicht greifen kann. So wie Sie das in dem Vortrag nahegelegt haben zu dem Thema Sanktionen. Das andere Extrem wäre zum Beispiel eine Festung. So habe ich mal aus einem Science-Fiction-Roman erfahren, da wollte einer von dem anderen wissen, wie sieht die perfekte Festung denn überhaupt aus? Da meinte er, habe ich keine Ahnung, müsste erst noch entwickelt werden. Aber fest steht, ich komme dann nicht mehr raus und du kommst dann nicht mehr rein. Und da hätten wir dann totale Stagnation. Weil dann habe ich dann lieber das Datenchaos im Internet, wo also lauter fehlerhafte Skripte durch den Raum schwirren, aber wenigstens Erkenntnisse. Und dann nehme ich auch lieber dann auch mal die eine oder andere Beleidigung oder dummfresche Unterstellung halt auch mal mit. Why not? Ja, also die Sanktion geht ja auch so weit bis zur Selbstsanktionierung. Und es ist ja auch kein Wunder, dass das irgendwann pathologische Züge annimmt, die Selbstsanktionierung. Das muss auch irgendwann pathologische Züge annehmen, nämlich dann, wenn diese Störfähigkeit wirklich an eine Grenze kommt. Also ich denke schon, es gibt ein paar Indikatoren, von denen ich meinen könnte, dass man die heranziehen könnte, um zu an denen man erkennen kann, dass die Störfähigkeit eine Grenze erreicht ist. Ich würde sagen, ein Indikator wäre zum Beispiel der steigende Psychotherapiebedarf. Ein Beispiel. Ein anderer Beispiel ist wirklich, also weil diese Kosten, die müssen ja auch erwirtschaftet werden für die Psychotherapie. Ein anderes Beispiel, das ich sagen würde, ist für die Grenze der Störungsfähigkeit, ist, dass einfach der Nachwuchs ausbleibt. Das ist eine Kinder zu erziehen. Kann man doch einfach mit einem Wort sagen, Konfliktkosten. Sind sie niedrig? Ja, ist die Kommunikation in Ordnung? Sind sie hoch? Ist die Kommunikation schlecht? Naja gut, in ökonomischer Hinsicht könnte man sagen. Das sind die Verschleißkosten, ja, könnte man sagen. Aber es gibt ja noch andere Indikatoren, die zeigen, dass die Störfähigkeit wird ja für alles gebraucht. Es ist ja nicht so, dass die Störfähigkeit irgendwie die Störung, die ist ja sozusagen im Subjekt vollständig angekommen. Die ist da ja, wie das Foucault erklärt hat, da so eingearbeitet worden im Laufe eines Prozesses. Ich glaube, dass man das sagen kann, dass zum Beispiel auch sexuelle Kommunikation immer schwieriger wird, wenn die Störkommunikation zu groß, also wenn die Störungen zu groß sind. Ihr alle kennt dieses Speed-Dating. Das war, glaube ich, mal ein Amerikaner, der hat das sich ausgedacht. Speed-Dating kennen alle, ne? Das geht ruckzuck. Jeder hat 10 mal 2 Minuten, einen Mann oder eine Frau kennenzulernen und dann wird, und dann macht man so eine Liste kurz an, wen ich wieder treffe. Also Speed-Dating. Also einfach nur, weil die Leute sind alle so mit irgendwas anderem beschäftigt, dass sie nicht einmal Zeit haben, einen Mann oder eine Frau kennenzulernen. Das hat man auch mit diesen Singles. Single-Haushalte scheinen mir ein Indikator dafür zu sein, dass die Störung einfach zu groß ist. Dass die Leute sagen, besser ist, ich lebe alleine. Um noch den Anforderungen gewachsen zu sein. Was noch? Also ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass zum Beispiel in der Physik diese Unfähigkeit, diese Theorien miteinander zu vereinbaren, auch, nicht allein, aber auch dadurch, also die Relativitätstheorie und die Quantenphysik, auch mit ein Grund ist, weshalb sie nicht weiterkommen.
weil sie sozusagen das Problem verloren haben, für die diese Theorien oder diese Theoriekonstrukte einmal eine Lösung gewesen sind. Es dürfte noch mehr Indikatoren geben. Und das ist wohl kein Zufall, ne? Dass dieser Abbau, dieser Abbauprozess des Verzichts auf Sanktionen, der selber geschieht ja nicht plötzlich oder nicht erst seitdem wir Internet haben, sondern dieser Verzichtsprozess selber ist sozusagen ständig gestanden, es hat sich ständig entwickelt, nämlich immer mit der Zuerkennung von Rechten. Denn eine Zuerkennung von Recht heißt ja, dass sich sozusagen ein Machtkampf beendet hat. Ich gebe dir das Recht zu reden oder ich gebe das Recht, mich zu stören. Ein Machtkampf ist beendet, dann zerfällt die Macht und dann muss sozusagen wieder Aufwand geleistet werden, um die Macht oder den Machtkampf durch Kritik wieder herzustellen. Und dann kommt es wieder zur Anerkennung von Rechten, beendet und weiter. Ne? Und irgendwann haben alle nur noch Rechte und dann nützt es nichts mehr. Was kommt denn danach? Ja, das ist genau die Frage. Das ist das und darüber schreibe ich also das Blog. Also was? Also das ist eben genau interessant. Das wissen wir nicht und ich weiß das auch nicht. Das kannst du anstellen. Das Schöne ist, ja. Aber die sind jetzt nicht wichtig. Das Schöne ist, du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass du sozusagen das Genie triffst, das dich belehrt. Denn das Genie ist ja dadurch entstanden, dass es Sanktionsrecht hat, weil die Annahme war ja, das Genie entwickelt das so aus sich selbst heraus, das Wissen. Es nimmt die Störung ernst, es entwickelt das Wissen und belehrt andere darüber. Und das Schöne ist, du musst nicht mehr auf das Genie warten. Also, sondern du kannst selber, also das Genie, das seine Erkenntnisse verbreitet, das kommt nicht. Du brauchst nicht warten, sondern du kannst selber jeden Tag publizieren. Und du kannst dich selber und du kannst daraufhin die Kommunikation beobachten, wie sie auf den Verlust des Genies reagiert und damit auf den Verlust der Sanktionsfähigkeit. Doch, das kannst du jeden Tag beobachten, wenn du willst. Und ich mache das. Ich schreibe darüber und ich finde das ganz hübsch. Also ich bin nicht sehr besonders klug, also ist nicht so, dass ich das jetzt wüsste. Also ich bin jetzt hier zum Beispiel in der Situation immer noch darauf angewiesen, dass einigermaßen eine kritische Disziplin funktioniert. Aber weil ich ja als Sprecher gebunden bin auf meine Wahrnehmung, also auf meinen Vortrag, und darum bin ich enorm störanfällig. Ich bin störanfälliger als du, weil mich kann man hier sofort, weil ich meine Aufmerksamkeit nicht teilen kann. Du kannst deine Aufmerksamkeit teilen, und das Interessante ist, du brauchst mich jetzt nicht mehr zu stören, um mich zu stören. Du kannst nämlich jetzt twittern oder du kannst chatten mit deinem Nachbarn, ohne zu reden. Ihr könnt euch angucken und ich kann nichts dagegen machen. Also ihr braucht nicht einmal flüstern. Und ihr könnt nun miteinander mich hier einer Vorführungsroutine unterziehen. Weil ich als Vortragsredner keine Sanktion mehr habe. Ich kann dich nicht mehr daran hindern zu twittern oder zu chatten, weil das stört mich nicht mehr. Und damit komme ich als Vortragsredner in eine Situation, die man bei diesen Castingshows kennt. Diese Leute sollen vortanzen, sie sollen vorhüpfen und gleichzeitig wird das live gesendet. Und diese Leute, wir haben den Eindruck, dass das so dämlich ist, weil die sich zu dieser Situation, in der sie sich da befinden, nicht verhalten können, sondern die versuchen, da rumzuhampeln. Und gleichzeitig findet diese Live-Kommunikation statt und man hat den Eindruck, das ist doof. Die werden vorgeführt. Und im Prinzip kommt der Redner jetzt in diese nachteilige Position. Vorher war ich in der vorteiligen Position, weil ich sanktionieren kann. Mach Handy aus, geh raus, ne, hör auf zu schwätzen. Jetzt brauchst du nicht mehr schwätzen. Ne, und jetzt kann ich nicht mehr mitkriegen, was ihr da eigentlich über mich redet. Weil ich nicht mehr dieselben Chancen habe, mich an der Kommunikation zu beteiligen. Ich kann nicht gleichzeitig hier rumtwittern. Ne? Und mitkriegen, was ihr da macht. Und man könnte sich das egal sein lassen. Ja, diese Leute da bei diese Casting-Shows, die lassen sich das egal sein. Und deshalb ist das so doof. Das ist die Frage der Motivation. Also welchen Anreiz habe ich, überhaupt noch Kritik zu üben? Weil wenn ich Kritik übe, mache ich mich ja angreifbar. Und habe nicht mal eine Möglichkeit, das zu sanktionieren. Also muss eigentlich durch den Abbau der Sanktionsmöglichkeiten die Motivation durch irgendwas steigen, ja.
damit überhaupt noch Kritik in den Umlauf gebracht. Also wie kann ich solche kritischen Diskussionen, wie sie hier vorhin auch, abgelaufen sind, wie kann ich die eigentlich noch aushalten? Wenn man sich davon nicht gefangen nehmen lassen möchte. Weil jede Meinung, die geäußert wird, das hat man hier vorhin gesehen, jede Meinung ist genauso banal wie jede andere. Das ist eigentlich egal, was du sagst. Also weil jede Meinung auf einem Defizit beruht, dass die anderen sofort aufmerksam machen können, weil sie es auch dürfen. Also weil sie ja Recht, Rederecht haben. Und wenn das so ist, also wenn jede Meinung genauso berechtigt ist wie jede andere, dann ist es egal. Dann kannst du dann so Sätze wie, ja, ich bin aber der Meinung, dass Männer auch. Ja. Ja. Wenn die Frauen das doch nicht wollen. Ja, was weißt du über Frauen? Gehirne, Hormone. Ja, die Wissenschaft doch bewiesen. Was weißt du über die Wissenschaft? Ja. So, das war doof. Und hier haben wir ja noch bessere Chancen, uns kritisch zu sanktionieren, weil wir uns noch begegnen, weil wir können uns noch an die Nase fassen. Aber wenn du vom Bildschirm sitzt, geht das nicht mehr. Das heißt, alles wird egalitär. Nee. Sondern ich glaube, dass das Wissenskonzept sich ändert. Also dieses Wissenskonzept, dieses Subjekt-Objekt-Wissenskonzept, das ist Quatsch. Das hat sich durch die Evolution als Quatsch erwiesen. Und wir müssten ein anderes Wissenskonzept erarbeiten, von dem wir dann wieder sagen können, dafür lohnt es sich, noch seine Urteilsfähigkeit zu trainieren. Also Urteilsfähigkeit, die Überlegung, die ich anstelle, ist die Steigerung der Urteilsfähigkeit ohne Kritik. Beziehungsweise nicht ohne Kritik, sondern durch Erweiterung von Kritik. Genau. Nur, es wird ja erzählt, die Borgs, die benutzen Gewalt. Und wenn man das eigentlich ernst nimmt, brauchen die das gar nicht mehr. Ja. Also wenn man diese Fiktion ernst nimmt von den Borgs, ne, die bräuchten eigentlich keine Gewalt mehr. Ne, aber das können sie nicht erzählen in diesen Geschichten. Das ist eigentlich äußerst lukrativ sogar. Ja. Also Borg zu sein ist eigentlich eine super coole Sache, weil ich muss nicht mehr Individuum sein. Das ist ein Stress. Also was ich meine ist, diese kritischen Fähigkeiten, die verlieren wir nicht. Sondern die wird einfach strukturell, ist die, so möchte ich es sagen, in den sozialen Strukturen ist die enthalten, beziehungsweise in den sozialen Strukturen ist die abgelagert und hat sich in der Semantik eingeschliffen, die kritische Fähigkeit, sie hat sich in den Diskursen eingeschliffen und sie kann jederzeit auch immer wieder reaktiviert werden. Und zwar immer dann, wenn. Immer dann, wenn es geht und wenn es darauf ankommt. Weil Kriege werden auch in Zukunft geführt. Und dann kann man eben, also wie das geht, das wird man nie verlernen. Also das heißt, die kritische Fähigkeit, die ist immer, die kritische Fähigkeit, die wird nicht verschwinden, sondern ich glaube nur, wir müssen uns nicht mehr anstrengen. Wir müssen uns nicht mehr diese Mühe geben, zum Beispiel Gegenstände der Kritik zu finden. Das kann man hier sehen. Der Stefan Krapitz hatte gestern versucht, einen neuen Gegenstand der Kritik zu erzeugen, nämlich Troll. Was macht man, wenn man zum Beispiel einen Gegenstand der Kritik erzeugen will? Man behauptet, das gibt es, wir alle kennen das. Dann, nächster Schritt, ich definiere das mal. Nächster Schritt, das hat eine Geschichte, das hat eine Tradition, das ist lange, das hat es also schon immer gegeben. Das ist so ganz typisch für Gegenstände der Kritik, die ihre Legitimität dadurch erzeugen müssen, dass sie mit angereichert werden mit irgendwelchen Differenzen, über die man dann nachdenken und unterschiedlicher Meinung sein kann. Dabei wird dieser Gegenstand nicht erforscht, sondern nur durch Diskussionen plausibel gemacht, also akzeptabel gemacht. Also der Troll, ich definiere das jetzt mal so, ne, und dann sagt der Nächste, nein, das definiere ich anders. Und dann kompliziert sich die Diskussion und differenziert sich die Diskussion und dann hat man den Eindruck, ja, das gibt's wirklich. In dem Moment, wo man darüber diskutiert, ist er geschaffen. Ja, ne, und das Interessante, was wir eben sehen können, ist, dass dieser Versuch, Gegenstände der Kritik zu erzeugen, banal geworden ist. Das ist ganz schnell. Ich mache eine schnelle Definition und und dann stellt man sehr schnell fest, naja, wir kommen so nicht weiter, dann lässt man es wieder. Ja, und das kommt, weil wir eben immer noch meinen, wir müssten uns für Kritik anstrengen. Aber dafür müssen wir uns nicht mehr anstrengen. Naja, aber ist es nicht doch so? Also ich meine, es ist doch auch eine Frage der Aufmerksamkeitsökonomie. Natürlich kann jeder versuchen, das zu erzeugen, was du Gegenstände der Kritik nennst. Aber wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass nicht alle sich durchsetzen. Ja? Und es gibt ja immer noch eine Aufmerksamkeitsökonomie, Themen, die sich durchsetzen, die gesetzt sind, die sozusagen Foki für gesellschaftliche Auseinandersetzungen bilden und so weiter. Und die gibt es ja. Und dass wir darüber nachdenken, da können wir nicht sagen, wir sind alle gleich bedeutungslos, sondern es gibt quasi Differenzen oder Differenzierungsangebote, die sich offenbar innerhalb der Gesamtwahrnehmungsökonomie der Gesellschaft durchsetzen und etablieren. Ja, und dafür brauchen wir doch mehr als eine Theorie, die sagt, es ist alles im Grunde jetzt sozusagen
eingeebnet und wir brauchen keine kritische Disziplin mehr. Also wir bräuchten doch trotzdem noch eine Theorie der Aufmerksamkeitsökonomie, die da quasi versucht zu beschreiben, was geschieht hier. Ich habe, also dann will ich es besser formulieren. Wir brauchen, also wir können, glaube ich, auf die Kritik nicht verzichten. Wir müssen sie aber für Fälle aufheben, wo es geht. Und wir können uns anstrengen, sie jetzt einzuüben. Also das Übungssystem, wie Sloterdijk das nennt, das Übungssystem ist abgeschlossen, könnte man sagen. Das haben wir jetzt gelernt. Das kann die Gesellschaft jetzt. Und sie hat genügend Materialien erzeugt. Sie hat genügend semantische Übungen durchgeführt, also die Einübung von Semantik durchgeführt. Sie hat genügend Monumente und Dokumente geschaffen, an denen wir das immer abrufen können. Und der Aufwand lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, weil wir nicht noch klüger werden. Also man kann das wirklich sehen an dieser digitalen Demenz-Diskussion. Das eigentlich, was darin wirklich dement ist, das ist diese Diskussion. Also das ist, man glaubt es nicht. Also vor allen Dingen deshalb, weil man niemand merkt, dass die Einwände gegen diese digitale Demenz, die sind genauso blöd wie diese These. Also weil irgendjemand irgendwas behauptet, ich habe richtig recherchiert. Sagt der andere, ja, ich habe auch was anderes recherchiert. Dann sagt der nächste, ja, solides Fundament. Empirisch kann man was anderes nachweisen. Das ist ein Dement. Also das ist doch die Diskussion zerstört, also reproduziert einen ständigen Gedächtnisverlust. Und das ist übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, diese Diskussionen sind 200 Jahre alt. Also in dem 18. Jahrhundert, da haben die Professoren den Studenten verboten, Romane zu lesen. Die haben die verprügelt. Weil sie gesagt haben, du musst deine kritische Fähigkeit steigern und die Romane, die verwirren dich. Nee, noch nicht. Dumm kam erst im 19. Jahrhundert. Also die verwirren nur. Die entfesseln die Leidenschaften. Dumm kam im 19. Jahrhundert dann, und vor allen Dingen, dann wurde es ja auch gesteigert, dann schon im 19. Jahrhundert, es macht krank. Krank. Ne? Insbesondere die Frauenbildung. Das war ein ganz großes Problem, dass man sagt, wir können doch Frauenbildung nicht zulassen, weil die Frau ist von ihrem Wesen nach nicht dazu geeignet. Die wird davon krank. Die Steigerung war dann im 20. Jahrhundert nicht mehr krank, zusätzlich kriminell. Und die nächste Steigerung nach kriminell war Massenmord. Also das veranlasst Massenmord. Ja, und jetzt haben wir eigentlich nur die Demenz und jetzt, na, und macht pädophil und was weiß ich. Ja. Wenn du so weit bist, ich kann sofort aufhören.